Jetzt kommt der TNT-Duper. Wir haben hier 100 Tage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war der letzte Moment des Servers. In diesem Video werden wir das Octagon in den Boden für unsere Base sprengen. Wir beginnen direkt auch. Und zwar hat einen kleinen Fortschritt im Gegensatz zum letzten Video. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, schaut euch das an. Wir sind jetzt hier in der sechsten Folge. Hoffentlich, wenn nicht, dann ist es traurig. Aber die letzte war auf jeden Fall dann die fünfte. Oder hat eine davor, müsst ihr jetzt schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Zeigt euch im Spectator, weil es da einfach besser aussieht. Aber wir haben die ganzen Wände bis nach unten geballert. Ist wirklich komplett bis ganz nach unten. War sehr viel Arbeit, ist auch sehr viel Spielzeit vergangen, wie ihr bei mir seht. Ja. Das haben wir jetzt geschafft. Wir haben ja bereits schon einige. Wir haben ja, also ich glaube, ich habe letztes Jahr, ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt im Video. Ich sage es jetzt aber nochmal. Und zwar müssen wir jetzt Wasser trocknen. Weil sonst kann das TNT ja an gewissen Stellen nicht sprengen. Sie zum Beispiel hier. Und da sind Wassercaves und so. Und dafür brauchen wir Schwämme. Also bräuchten wir nicht, aber ich möchte gern welche. Und deswegen werden wir diesen Guardian-Tempel looten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ja, ich würde sagen, wir fliegen. Oder nee, 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 ich bereite mich erst mal darauf vor. Ich muss mal schauen, was ich da am besten so mitnehme. So Leute, wir sind jetzt fertig. Wir haben eigentlich nur Milch mitgenommen, mehr nicht. Warte mal, den Müll können wir mal hier rausschmeißen, weil das brauche ich eigentlich nicht. Was soll ich denn mit dem ganzen Müll hier? Echt schlimm. Eigentlich brauchen wir auch nur die Schwämme. Ich weiß nicht, ob wir ihn irgendwann mal komplett looten, ne? So, ich weiß halt nicht, ob er sonst was bekommt, was er braucht. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wo die Schwämme sind, so. Denke, es ist schlau, einfach da reinzugehen. Ich würde direkt da drüben reingehen. Und dann werden die da schon sein. Oh mein Gott. Bitte nicht toxisch sein. Wo geht's denn hier rein? Jetzt bin ich hier drin. Ja, jetzt habe ich den Effekt erstmal. Oh mein Gott, ich glaube, da oben ist so ein böser Mensch. Oh mein Gott. Wo sind jetzt die Schwämme? Ich glaube, die sind doch eins tiefer. Hä? Nicht gerade getrunken? Oh mein Gott, könnt ihr mal bitte lassen? Ich sehe nichts. Oh mein Gott, ich. Okay, ich. Ja. Natürlich, kann es auch sein. Ja, so ist gut, dass ich nicht finde, weil das heißt, ich bin. Ja, gut, jetzt habe ich. Wie toxisch mag man sein? So. Jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir hier nur noch alle abbauen. Ich glaube, dafür braucht man eigentlich eine Hake. Wir testen mal, kann ich hier einfach so abbauen? Okay, ich glaube, wir holen eine Hake und dann versuchen wir es nochmal. So, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was rausgekattet hat. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Auf jeden Fall habe ich den Raum ja gerade eben gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Vielleicht habe ich es rausgeschnitten, vielleicht auch nicht. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall wieder reingehen. Denn ich habe eine Hake geholt und wir haben schon wieder den Effekt. Boah, es ist nervig. Und mit einer Hake? Ja, genau. Mit einer Hake kann man die einfach so schnell abbauen. Okay. Das haben wir alle. Jetzt müssen wir die nur noch aufsammeln. Ich hoffe, dass uns keiner verloren geht. Ich glaube, das waren alle. Sieht danach aus. Was war da gerade? Nix. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Und ja. Dann sehen wir uns irgendwann wieder. Erstmal trocknen wir die Schwämme und dann sehen wir uns wieder. So, Leute. Also, wir sind jetzt soweit. Ja, ich habe die Schwämme getrocknet. Und wir müssen jetzt erstmal hier eine Wand einziehen. Also genau an diesem Punkt hier. Damit wir das Wasser hier trocknen können. Wir müssen ja nicht die Seite trocknen. Ich würde das jetzt machen. Dann ziehen wir uns wieder und schauen mal, ob wir das einfach so trocknen können. Ich hoffe es, aber ich denke ja. Ja, es sieht so aus, weil es ist ja nicht so breit. Deswegen sollte das dann easy gehen.
Ich zeige jetzt nicht alles, weil sonst wäre die Aufnahme zu lang. Wenn ich richtig liege, müsste heute der erste Weihnachtsfeiertag sein. So frohe Weihnachten an euch alle. Das letzte Video, was ich gerade starte aufzunehmen. Also, ja, schwierig. Was halt nicht vorproduziert ist für Dings. Wenn ihr nicht wisst, was gemeint ist, müsst ihr das Infovideo von ein paar Monaten anschauen. Perfekt. Aber ja, also wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt fertig. Wir haben hier eine Wand eingezogen. Es gibt weiter unten nochmal Wasser, aber ich werde euch das jetzt nicht alles zeigen. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Ich weiß es hoffentlich selber. Ich habe es noch nie im Survival gemacht, aber lass uns einmal mal machen. Es wird wahrscheinlich jetzt einfach alles wieder voll laufen. Nö, tatsächlich nicht. Okay, setzen. Ja, aber es ist halt einfach nur Schwämme setzen. An gewissen Orten. So Leute, ihr seht schon, wir sind ganz woanders. Lukas steht hier rum. Er ist nicht im Talk leider. Wir sind auch schon relativ weit. Ich zeig's euch gleich nochmal, aber wenn ich schon hier so stehe, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich machen will. Wenn ich hier schon hingehe. Wenn ich hier schon hingehe. Und zwar der Villager ist fertig. Der Villager ist fertig, Leute. Er ist fertig einfach. Und jetzt haben wir das Buch. Ja. Er ist jetzt in Discord, aber ich möchte nicht mit ihm reden. Ich habe mich stumm geschalten. Ja, wir sind ja nicht gerade hier wieder im Stream. Wie auch immer. Aber ja. Er ist jetzt richtig sauer. Genau. Na, warte, ich zeige euch mal kurz den Fortschritt. Und zwar sind wir jetzt genau so weit. Schau mal, wir sind jetzt schon hier unten. Wir haben sie jetzt fast komplett weg. Und dann geht's weiter. Und Dragon joint plötzlich den Game. Also sowas gibt's auch nicht. Sowas gibt's einfach nicht. So, Leute. Das ganze Wasser ist weg und ihr seht schon, ist ein bisschen was neu dazugekommen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht es an der Spielzeit. Außerdem, wir haben richtig viel erkundet. Das hier ist nur so ein Überblick. Also das werden wir irgendwann nochmal richtig. Also viel Wüste und so. Und was auch immer das im Biom ist, ich weiß nicht den Namen mehr. Perfekt. Auf jeden Fall ist das Wasser jetzt weg. Wir wissen, was jetzt kommt. Wir haben alles gemacht. Jetzt kommt der TNT-Duper. Tatsächlich werden wir jetzt eine Timelapse machen, weil ich werde den Bau euch nicht zeigen. Ein Tutorial ist dazu verlinkt unten in der Beschreibung dafür. Weil das würde es chaotisch und eine Timelapse machen ist auch dumm, weil es eh zu klein ist. Und deswegen machen wir jetzt eine Timelapse, wie wir das komplette Loch machen. Also brauchen wir noch eine zweite. Weiter unten, wo wir dann nochmal so eine Fläche ausfüllen müssen, also ein Viereck. Aber das seht ihr dann in der Timelapse ein bisschen, wie das alles funktioniert. Und ja, vielleicht sage ich ja was während der Timelapse. Wenn nicht, sehen wir uns mit dem Fertigen noch wieder, was jetzt wahrscheinlich erstmal mindestens eine Woche brauchen wird. Viel Spaß mit der Timelapse. So Leute, es gab jetzt einen kleinen Fail. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen bei der Timelapse. Wurde leider nicht aufgezeichnet. Für die zweite habe ich was vor. Ihr seht das Loch, wir haben schon weitergemacht. Hier ausgegraben für die Quarry. Die steht da hinten schon bereit. Alles hat ausgemessen, Wasser hingemacht wie oben. Das ist eigentlich kein Unterschied, deswegen habe ich es auch nicht wieder gezeigt. Da oben steht noch die alte. Ein bisschen Terraforming hier habe ich auch schon betrieben. Ja, und mehr gab es nicht. Deswegen würde ich sagen, geht's jetzt direkt weiter mit der nächsten Timelapse. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen.
Das Loch ist jetzt komplett fertig. Also ihr seht es. Das Oktagon ist komplett fertig. Echt krass geworden. Warum sind hier eigentlich Löcher drin? Das weiß man auch nicht so genau. Ich glaube, hier sind Creeper oder so explodiert. Ah, da nee. Das sind tatsächlich die einzigen Schäden. Fällt mir gerade jetzt erst auf. Das sind die einzigen paar Schäden, die entstanden sind, aber sind nicht so schlimm. Denn hier werden jetzt Wände eingezogen, Steinwände, also von da, so dass das wie die ganze Wand da oben aussieht. Also es wird durchgehend sein. Das Wasser lassen wir wahrscheinlich auch dahinter. Also müssen wir nur die Wände machen und hier unten müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen was entfernen, weil das natürlich hier nicht ganz perfekt ist. Und ja, das Wasser hört ja dann auf zu fließen und dann passt es alles. Er fragt euch jetzt sicher, wie komme ich an den ganzen Stein? Das beantworte ich euch. Und zwar, wir haben ja einen Steingenerator. Ja. Ich glaube, das ist so ziemlich die Antwort darauf. Hat nicht so lange gedauert, ich glaube 2 Stunden. Dann hatte ich das alles zusammen. Es sind 5 Doppelkisten. Und dann noch die Trichter jeweils. Eine ist auch noch hier drunter, das ist ja, ja. Und ja, deswegen fangen wir jetzt an. Da gibt es tatsächlich keine Timelapse. Das seht ihr dann einfach, wenn es fertig ist, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, Leute, wir sind weiter. Wir haben hier Wände jetzt eingezogen. Das habt ihr ja, glaube ich, schon gesehen, so teilweise. Ja, genau. Was auch immer. Weiß ich nicht mehr genau, wie weit ich das gezeigt habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Wände eingezogen, wo hinter das Wasser ist. Kann ich euch kurz zeigen. Hier, passt auf, hier ist das Wasser. Jetzt schieße ich wieder. Sorry, Leute, passiert. Unten haben wir noch hier alles entfernt, dass hier am Rand auch sicher kein Deep Slate mehr ist. Im Bedrock drin. Weil da war vorher noch Deep Slate. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben tatsächlich Stand jetzt noch 18 Minuten, wo dieser Server läuft. Das ist echt ein bisschen traurig. Echt ein bisschen traurig, Leute. Ah ja, hier das Schild habe ich schon entfernt. Denn wir haben hier alle Aufgaben gemacht. Wir haben tatsächlich alles erreicht, was wir jetzt erreichen wollten. Also es geht natürlich weiter. Irgendwann Juli, spätestens denke ich August. Hoffentlich. Mal schauen. Wissen tue ich es nicht. Irgendwann geht es safe weiter, aber wann genau, weiß ich nicht. Ja, und da werden wir hier weitermachen. Weil das ist ja nicht unser Endprodukt. Komplett. So, Leute. Jetzt geht's los mit der Rundtour. Und zwar, hier ist erstmal unser Dorf, mit dem wir ja gestartet haben. Das kennt ihr ja, hier geht's auch ein bisschen was unterirdisch. Hier unten unsere guten Villager, die sind einmal hier. Das kennt ihr ja hoffentlich bereits schon, mit dem wir mal getradet haben. Da ist der Villager Breeder, den kennt ihr ja auch. Oh Gott, erstmal sterben. Den kennt ihr ja auch bereits schon. Da unten ist auch ein Feld. Hier unten ist sogar noch eine Base. Ich weiß nicht, ob ich die jemals gezeigt habe. Gefühlt nicht. Von Banana Kato. Ja, gut. Das ist auch gefühlt alles von Banana Kato. Aber er hat tatsächlich mehr Spielzeit als 252 Sekunden. Denkt nicht, dass er das so schnell gebaut hat. Da ist noch unsere All-Mob-Farm tatsächlich. Und hier ist halt unser Loch, genau. Und den Stone-Generator haben wir da auch noch. Alles so ziemlich alles hier. Genau, hier ist Stone-Generator. Das ist hier aber alles. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Nether. Hier haben wir als erstes bei unserem Portal da einen Weg zu den Output von unserer Eisenfarm. Die seht ihr später noch. Hier ist der Output. So sieht der Output aus. Schaut euch hier. So. Ich komme nicht hoch. Das ist die Eisenfarm, der Output davon. Genau, nichts Spannendes. Hier unten, also wir sind gerade da hinten, für einen Spectator, damit ich es besser zeigen kann. Da ist unser Portal des P, da hinten, genau. Und hier ist unser guter Netherite-Farmen-Dings. Und ihr seht hier schon, wir haben hier echt richtig viel ausgegraben. Also hier haben wir unser ganzes Netherite gefarmt. Es existiert gefühlt einfach keine Fläche mehr zum Graben bei uns. Es ist einfach riesig geworden am Ende. Riesig. Was gibt's hier noch? Also einmal Jupiter und Tantalik, die haben wir auch mitgespielt. Genau. Eisenfarm Output waren wir schon. Aber es gibt noch eine krasse Sache. Seht schon, Goldfarm.
Hier, jetzt sind wir bei unserer Goldfarm. Genau, einmal nach hier oben. Das ist unsere krasse Goldfarm. Ja, das ist die. Die kennen wahrscheinlich viele von euch. Ziemlich bekannte Goldfarm. Ja. Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen zu der Goldfarm. Die haben auch ziemliche Anfänge gebaut. Und sonst gibt es noch im Nether hier beim Blaze-Spawner ein bisschen was. Alles haben wir eh nicht gebaut, deswegen ist das egal. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt zu zeigen. Also gehen wir weiter wieder zurück in die Overworld. Wir sind jetzt hier bei der Base von Jupiter und Tantalik, denen ihre Starter-Base hier. Da ist eine Mob-Farm, wie wir auch haben, eine Eisenfarm, hier nochmal eine Eisenfarm. Ihr wundert euch jetzt gleich, wo die Base ist. Die ist tatsächlich hier. Die haben auch noch eine zweite Base, die zeige ich auch nochmal gleich. Ich höre, man stirbt hier nicht. Nein, man stirbt hier tatsächlich nicht. Die haben ja auch ein bisschen was gebaut. Die haben eine Slime-Farm, Lager, Villager, alles drum und dran. Aber die haben auch tatsächlich noch einen Teil der Base. Und zwar hier ganz oben in der Spitze haben sie noch einen Teil, da der andere hier oben der nächste Teil. Und zwar ihr Atomkraftwerk. Da ist nicht viel drin. Hier, da ist gar nichts drin. Perfekt. Genau. Und hier war mal ein Beacon drin, den wir entwendet haben in der Folge. Die könnt ihr noch sehen. Hier liegt noch Netherite-Stuff. Chillig, würde ich sagen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also, so findet man auch schnell mal Netherite. Ganz einfaches Tutorial. Von wem auch immer das ist, das werden wir vielleicht irgendwann herausfahren. Das ist unsere Eisenfarm. Das ist eine Portal-Based Eisenfarm, die geht in den Nether. Und die ist extrem OP. Wir sehen gefühlt gar nicht, weil die Golems spawnen. Ah, die haben wir auch in der Folge gebaut. Müsst ihr halt die ganze Playlist anschauen. Ich verlinke die euch jetzt mal oben. Die könnt ihr euch anschauen komplett, wenn ihr das ganze Projekt verpasst habt. Zukünftig kommt auch ein weiteres Projekt. Survive and War, zweite Staffel, beginnt. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder Folgen zu. Vielleicht nicht so viele unbedingt, aber ja. So, Leute, noch eine Minute. Lukas ist auch noch mit dabei am Ende. Nicht ganz, nein. Ja, nicht ganz. Er wird es nicht schaffen. Alter, ich schaff's denn wirklich nicht. Hier Weil ich meine gestürzt hab. Statistik. Wenn ihr. Gestürzt, was? Scheiße. Ja, schade, das war's mit Lukas, Ja, Leute. das war's. Kommen wir wieder. Hier seht ihr alle Statistiken. 91 Tode. 7,7 Tage Spielzeit. Vielleicht lasse ich den Server noch mal ein bisschen kurz laufen, bis wir 666 stehen haben bei der Spielzeit. Und dann schalte ich ihn offline. Weil das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch kurz vor Ende. Okay, Leute. Lukas ist gerade am Ausrasten wegen Minecraft natürlich. Das kann nicht wahr sein. Ja. Er steht aber neben mir. Wir erleben die letzten Sekunden. Wir haben hier 100 Tage. Aber der war der Server am Laufen. Laufen, genau. 7 Tage Spielzeit habe ich, also fast 8. Es geht besser, ich hatte schon mal in 30 Tagen 10 Tage Spielzeit. Erklärt sich von selbst, aber das schauen wir heute Cool. im Homeschooling wieder. Ich Irgendwann bereite schon mal weitergeht. den Human vor. Lukas, es war schön mit dir. War schön. Nee, war's nicht. Spaß. Schade. Schade. Es war einfach nicht schön. Das Ja, Projekt es ist ist sehr schön, vorbei. ja. Wir werden es aber Ja. vermissen. Survive and War kommt jetzt, aber irgendwann geht das Projekt ja weiter. Ich bin mal gespannt, wie es Arrive Hoffentlich. at Mall war. Das werden wir ja sehen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war der letzte Moment des Servers. Der Server wurde geschlossen. Das war's, Leute.